Ich weiß genau, was da kommt. Oh, dann könnte ich mal leveln eben. Ja, dann ging es da hinten, ging es doch da runter, oder? Habe ich den richtigen Zauberspruch dafür? Nee, habe ich gar nicht. Schade. Okay, interessanterweise ging das relativ easy. Das kann auch sein, dass das hier die schwächeren Crucible Knights sind tatsächlich. Das kann durchaus sein. War hier nicht ein Item normalerweise? Hier war doch normalerweise ein Item, oder nicht? Bin mir gerade nicht sicher. Kann ich eigentlich diese Message irgendwie ausblenden? Weiß das jemand? Weil irgendwie ist das nervig, dass die ab und an hochploppt mit Sending-Dingens. Ja, ich will hoffen, dass der die schickt. Sombas Missing Stone 6 nehme ich gerne. Ich muss einfach sagen, die nerven mich zu sehr, die Gegner. Ich muss die Lampe wieder anmachen. Das war, glaube ich, eine mega krasse Falle hier, oder nicht? Irgendwas war hier. Irgendwas war hier, was mega arschig war. Aber ich weiß gerade nicht mehr was. Rune Arc. Sehr gut. Ich glaube, das war's. Wo auch immer du jetzt herkommst. Smithing Stone 4. Sehr schön. Nehme ich doch alles ganz gerne mit. So, ich glaube, ich muss der Darts durch und dann nach rechts hinten, aber glaube ich noch ein Item. Und dann geht's links, geht's zu den Gargoyles. So, war hier noch irgendwas Fieses?
Order Healing. Okay. Also ja, das ist okay, aber habe ich schon. Ich will das eigentlich eher machen für Sachen A, die ich nicht habe, plus B, wenn ich fürs Missing Stones oder sowas. Dafür wäre es ganz witzig. Weil Missing Stones will ich eine ganze Menge brauchen. Weiß jemand, wie ich die Gargoyles das letzte Mal platt gemacht habe? Ich würde vielleicht gerne was anderes probieren diesmal. Okay, wir haben Stake of America. Ich glaube, hier gab es gar keinen Summoning Pool, oder? Oder habe ich den übersehen? Gerade bei dem Boss wäre es doch mega hilfreich, einen Summoning Pool zu haben. Aber nö, scheinbar gibt es hier keinen. Interesting. Oder da oben in der Höhle vielleicht. Das kann vielleicht sein, aber ne, hier war keiner. Interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, bei 46 zum Beispiel gibt es hier auch keinen... Halt. Bei 46 gibt es, glaube ich, auch keinen Summoning Pool, ne? Du kannst, glaube ich, bei Fierce Champions... Ich glaube, bei Fierce Champions gab es einen, da kannst du helfen. Aber du kannst, glaube ich, nicht helfen bei... Na? Bei 46 selber. Bin ich mir gerade auch nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Your summon sign disappeared. Ja, das macht Sinn.
Okay. Gargoyles Greatsword, Gargoyles Twinblade. Sehr schön. Haben wir das. Wann ist Leuchtfeuer? Ach, da hinten. So, und da haben wir den Sarg. Sehr schön. Mal gucken, was bauen wir denn für ein Level? Ich glaube 160.000, oder? ...130.000. Das habe ich aber auch nicht. Ich könnte es sogar gerade noch hinkriegen. Könnte ich sogar gerade hinkriegen. ...24.000 fehlen noch. Das wäre jetzt fies, wenn wir genau ein paar fehlen. Was habe ich gesagt? 24.000 fehlen mir, oder? Ja, reicht. Okay. Sehr schön. Hammer dat. Und den Sarkophag habe ich echt übersehen. Der ist ja wirklich direkt neben dem Leuchtfeuer eigentlich. Und das Leuchtfeuer zeigt sogar noch, glaube ich, nach oben irgendwie. Naja. Was soll's. Einmal in den Sarkophag rein und die Magie wirken lassen. Ich finde es übrigens gut, wie der Deckel hält. Dass der Deckel da nicht runterrutscht oder irgendwas. Das ist mega gut. Was aber viel spannender ist, wenn wir jetzt oben ankommen. Ist der Sarg kaputt. Was sehr schräg ist im Übrigen, dass wenn der da hochfährt, dass er dann kaputt geht. Aber was soll's. Sehr schön. Und dann sind wir wieder hier. Und da waren wir aber schon. Wir sind einen anderen Weg diesmal gegangen, um hier hinzukommen. Wir sind über die Frenzied Flame hergekommen. Deep Root Depths. Sehr schön. So. So, dann machen wir das wieder. Klack. Great Waterfall, die Beholder of Death, Aquädukt Facing. Genau, ich wollte da noch mal zu diesen Aquädukt-Dingens. Weil ich wollte schauen, ob da so ein Summoning Pool ist, den ich übersehen habe. Ich habe auf jeden Fall ein Item übersehen. Nö, hier ist echt kein Summoning Pool. Also die Gargoyles musste echt alleine machen. Krass.
Okay, gehen wir einmal da wieder hin. Nee, da will ich gar nicht hin. Mimiktier, da will ich hin. So, weil ich in dem Bossraum hier bin, da geht es nicht. So, hier müsste es wieder gehen. So, haben wir das. Da muss ich jetzt aber echt noch gucken. Wie spät ist eigentlich? 11 Uhr. So viel zum Thema, ich mache nicht so lange. Hat gut funktioniert. So, das Feuer haben wir. Ich glaube, mir fehlen noch Missing Stone 5 nehme ich auch mit. Gina's Lily. Oh Gott, das hat beschissen. Ach, das war Surmuk hier unten, oder? Oder muss ich Su... Ja, ich glaube, ich muss Surmuk hier killen. Sehr schön. Ich finde, das macht Spaß. Und bringt ein bisschen Abwechslung rein, das Ganze. Ach, da hinten ist der Wolf. Okay.
Na, geht doch. Sehr schön. Haben wir das. So, schon sind die Tränke wieder voll. Geil. Okay, ich kann es doch benutzen, wenn ich auf Torrent bin. Sehr gut. So, da hinten ist eins. Wie viel habe ich jetzt aktiviert? Glaube ich, ne? Ach ne. Enchanted Shot. Okay. Ist die Frage, habe ich alle oder fehlt noch eine? Wow. Okay, einer fehlt noch. Ah, klar. Der offensichtlichste fehlt. Ah ja, es kommt sogar übrigens eine Message, wenn du... wenn du das aktivierst. Was, glaube ich, neu ist. Das gab es vorher, glaube ich, nicht. Dass jetzt die Power in diesen Gas and Horns drin ist. Das ist, glaube ich, neu. So. Gibt's hier einen Summoning Pool? Das ist witzig, hier gibt's auch keinen Summoning Pool. Interesting. Regal Ancestor Spirit. Sehr schön. Ah, zu früh. The connection to the Elden Ring game servers lost. Return to title menu. Okay, was? Start offline mode. Use network to check to use your connection setup properly. Log in from the menu. Network status check failed. Okay. So, mal schlafen. Gute Nacht. Alles klar, Koppel. Gute Nacht, Schlafcode. Ich mach kurz den Boss hier. Dann mache ich auch Schluss. Das hatte ich auch noch nie, dass die Elden Ring Server weg waren.
Das hatte ich noch nie. Weißt du, wenn Moog so ein großes Gebiet hätte, dann wäre das super gewesen. Dann wären auch die Blutflammen völlig wurscht. Bronze of the Regal Ancestor. Sehr schön. Haben wir das? Ist ja kein Leuchtfeuer. Oh, ist mal krass, dass die ganzen Tiere tot sind, sehe ich jetzt erst. Ha, na gut. Hammer dat. Hier gab es doch aber noch irgendwo ein Leuchtfeuer. Weil ich konnte doch nach Nokron dann noch runter irgendwo. Ich würde gerne das Leuchtfeuer noch aktivieren. Und dann mache ich Schluss. Weil hier geht es nämlich nach Nokron runter dann. Schmetterling übersehen. Irgendwo war hier noch ein Leuchtfeuer. Das war, glaube ich, kurz bevor man auf die Stadt runterspringen musste. Du musstest da hinten irgendwo links und dann gab es einen Summoning Pool, glaube ich, und ein Leuchtfeuer. War das hier? Rock. Okay, hier ist Nokron. Wo war denn hier der Secret Passage mit hier war das? Hier war das. So, okay. Dann machen wir hier Schluss. Und dann machen wir in der nächsten Session. Erkunden wir Nokron. Ich bin sehr gespannt. Müsste eigentlich relativ fix sein. Ich weiß nicht, gab es in Nokron einen Boss? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay, das war's auf jeden Fall mit diesem mit dieser Aufnahme. Mit dem Stream auch, aber erstmal mit dieser Aufnahme. Das heißt, lieben Dank fürs Zuschauen, für YouTube. Danke fürs Dabeisein. Mal ein bisschen was anderes mit Koop-Methoden zwischendrin. Ich glaube, das werde ich auch beibehalten. Weil das ist echt witzig. Das macht auch so ein bisschen dann Überraschung mit, wo wird man summoned, etc. Jetzt aber erstmal, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!